natürlich. Sonst ist das eine völlige Berufsverfehlung sonst. Nein, also natürlich nicht Nymphoman, aber vielleicht sexuell ein bisschen offener und aktiver als der ein oder andere. Oder die ein oder andere. Ich glaube, mit Zuhälterei verdient man mehr als wie mit Swingerclub-Betreiberin. Aber ich glaube, meins macht auf jeden Fall mehr Spaß. Tatsächlich diese ganze Schutzgeldgeschichte. Ich habe wirklich gedacht, da muss man ganz gut aufpassen, weil man dann erpresst wird, weil man erpressbar wird, weil irgendwelche dubiosen Typen auf einen zukommen mit der Knarre im Anschlag. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, das war nicht so. Da bin ich sehr beruhigt. Ja, natürlich. Alles meins. Alles, was da reinläuft, gehört erstmal mir. Nein, leider nicht. Und manchmal ist es auch ganz gut so.